Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Scheiße, ich dachte, die sagen noch mal Bescheid, bevor sie ablegen. Bist du seekrank? Ich hab mich voll gestoßen. Vielleicht bist du ja infiziert. Sag das nicht, ehrlich. Du siehst wirklich nicht besonders gut aus. Kennst du das? Wenn du am Morgen schon 3 Kokoswasser Red Bull getrunken hast und eigentlich bräuchtest du einen Nährstoffshake, aber dann eckst du einfach eine ganze Flasche Orangensaft. Ich denke, die Erstversorgung ist jetzt das Wichtigste. Wir können uns nicht leisten, noch mehr Menschen zu verlieren. Hast du schon eine Kabine? Ist denn schon jemand gestorben? So schnell? Ja, ich meine ja so insgesamt. Vielleicht kannst du mal rausfinden, wo sich das ganze Personal versteckt und wer hier eigentlich in Charge ist auf dem Schiff. Boot. Bitte? Ich glaube, eine Yacht ist ein Boot. Lose the Rich. Von David Moser, Franziska Margarete Hönisch und Lukas Rüppel. Hier, auf die Gesundheit. Voll. Ich habe keinen Cash dabei, aber schreib's mir aufs Zimmer, ja? Für wen hältst du mich genau? Ich dachte, du... Oh, sorry. Weil du hinter der Bar stehst. Hm. Aber geiles Messer, zeig mal. Ein Geschenk. Mit Gravur. Für Stefan. XOXO. Ich bin Sylvain, freut mich. Ernsthaft, warum ist hier niemand? Also, die Crew, das Personal. Das Boot fährt von selbst, hochmodern. Unsere Gastgeberin möchte das Infektionsrisiko möglichst gering halten. Claire! Hätte ich mir denken können, dass du nicht zurückbleibst. Ah, wie geht's dir, Stefan? Lange nicht gesehen. Claire Wagner, freut mich. Wissen Sie, ob es hier WLAN gibt, Frau Wagner? Claire hat dafür gesorgt, dass ich nicht pleite ging, als ich auf die glorreiche Idee mit der Rinderfarm kam. Wie bei Tönnies. Ich habe ein paar Restaurants. Und ein paar Sterne. Ich habe mich bei der Deutschen lediglich um seine Investments gekümmert. Bis ich nicht mehr gut genug war. Ich arbeite nicht mehr, mein Lieber. Außer für unsere charmante Gastgeberin. Na, das ist was anderes. Ich bin Rajas privater Financial Advisor. Ich hoffe, du nimmst deine Aufgabe ernst. Na, du kennst mich doch. Hat die eigentlich schon jemand gesehen? Raya ist oben an Deck. Und Sie machen YouTube-Videos? Ach, das sind nur die Re-Uploads. Ich bin hauptsächlich auf Twitch. Kann man damit richtiges Geld verdienen? Oh, ich bitte dich, Stefan. Ich würde behaupten, dass Sylvain sogar das größte Problem mit diesem Virus hat. Scheiße, meint ihr? Ich glaube, mir wird... Ja, größentechnisch hast du recht, aber es geht ja auch um den Verwendungszweck. Ne? Mein Vater hat gesagt, Segel oder Flugschein. Am Ende habe ich gar nichts gemacht. Naja, und seit ich die Klinik leite... Achso, ich bin Chirurg. Siehst du die Wolken? Von einem Unheil ins nächste. Gut, dass du da bist, Justus. Wir haben uns mit der Zeit angewöhnt, alles in uns geheim zu halten. Denn wie wir wissen, wird umgebracht, wer sein Denken nicht geheim halten kann. Wolfgang, du, unseren YouTube-Promi hast du leider knapp verpasst. Der nimmt das sehr mit alles. Wie geht's dir, mein Lieber? Ach, ihr kennt euch? Kann man wohl sagen. Naja, ihr habt bestimmt viel. Ich lasse euch. Willst du einen Drink? Du bist das Gesicht von Rajas neuer App, Traceback. Dass du mal Werbung machst für nachhaltiges Essen, das hat dich schon immer brennend interessiert, stimmt's? Die Welt hat sich verändert, Wolfgang. Und die Leute haben die sich auch verändert. Was ist eigentlich mit dieser Raja? Ich habe sie einmal getroffen bei einem Wohltätigkeitsding. Und jetzt diese Einladung. Die Leute sagen, sie ist brillant. Aber hat uns jemals interessiert, was die Leute sagen? Uns? Ach, komm schon. Erst Werbung und jetzt offensichtlich ihr Barchef. Scheint ja was für sie übrig zu haben. Käse? Ich vertrage keine tierischen Produkte. Das ist gut, Wolfgang. Ernsthaft. Ich wollte auch schon so einen Laden aufmachen. Im Endeffekt wegen dir. Wegen mir. Du hast doch damals auf dem Hof so eine Serie Skulpturen gemacht. So abstrakte, aus Beton, so schmerzverzerrte Tiere. Die Leidenden. Die Liebenden, das waren Liebespaare. Rhinoplastik, hauptsächlich. Unsere Klinik ist die Nummer 1 in Deutschland. Man sollte nichts dem Zufall überlassen. Oh, Herzchen, hier bist du. Ja,
Wir haben uns unterhalten. Justus, Sie werden sich nicht erinnern, aber ich habe mal Ihre Eltern finanziell beraten. Da waren Sie noch so. Ich bin 45. Wie ich sehe, umgarnen Sie schon unsere Gastgeberin. Sie. Okay. Vielleicht sollte ich mal die Leute begrüßen. Ich wollte nur sagen, ich habe alles gemacht, also wie Sie es vorgeschlagen haben. Wolfgang, hör zu, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Mist? Du hast mich komplett an die Wand... Sieh mal, hier! Was? Ich? Nein, sag mal, hast du ihr Netz? Mann, ich nehme doch nur auf, muss ich doch eh bearbeiten. Leute, das hier ist das Wohnzimmer von der Yacht von Raya. Sie ist so krass. Und das sind Eames Chairs. Mega schön. Da sitzt mein Papa. Hallo. Der hat mal wieder schlechte Laune. Und da ist ein anderer Typ. Der ist hier angestellt. Hi, ich bin Frieda, nicht... Das ist kein Angestellter, Frieda. Bitte lass das ja. Okay, also was soll ich bestellen? Ingwer, Limo, Matcha. Ist das deine Tochter? Das ist kein Angestellter, Frieda. Das ist... Ich bin ein alter Freund von deinem Vater. Kann ich trotzdem einen Matcha, Limo? Das ist Frieda. Hi, ich bin Stefan. Wie alt bist du? Papa. Sie ist 12. Wolfgang, ich schau mal die Wolken. Vielleicht gibt es Sturm. Wenn ich wegen dir sterbe, Papa, bin ich so sauer. Hallo. Also schön, dass ihr... Ruhe! Ruhe! Sind wir komplett? Entschuldige, Raya. Darf ich ganz kurz... Hallo, ich bin Justus, Arzt. Ich freue mich sehr auf unsere Reise. Und ich wollte nur mal ganz kurz sagen, danke, Raya, dafür, dass du uns eingeladen hast, dass du uns mit deinem Schiff in Sicherheit bringst. Du hast einfach gute Ideen. Ja, auch deine App. Ich bin großer Fan und ich tracke die Herkunft aller meiner Lebensmittel. Ah. Und jetzt, dass wir dank dir keine Angst mehr haben müssen, wow, vor dieser schrecklichen Krankheit. Danke, Raya. Ja. Das ist doch nicht... Also schön, dass ihr da seid. Es wäre gut, wenn ihr sicherheitshalber euer Geld nicht anrührt, bis wir in meinem Refugium ankommen. Es ist eine kleine Insel nordöstlich von Schottland. Dort wird für alles gesorgt sein. Früher war es eine Burg. Claire hat sie ausfindig gemacht, sie für mich erworben und ausbauen lassen. Das Personal hat sich schon eine Woche isoliert. Es ist sehr unzugänglich. Also die Küste, nicht das Personal. Genau, ja. Wie lange sollen wir denn in deinem schottischen Bunker bleiben? Vielleicht kann uns Herr Doktor eine Prognose geben? Ja, also das ist schwer zu sagen. Ich meine, wer weiß, was es mit diesem Virus auf sich hat. Ja? Wir wissen ja noch nicht mal, kennen noch nicht mal alle Symptome. Ich habe schon von eitrigen Ekzemen gehört, ja, Übelkeit, Erbrechen bis hin zu Lähmungserscheinungen. Und schließlich, naja, wir wissen, dass bis jetzt ausschließlich sehr wohlhabende Menschen infiziert wurden. Meint ihr nicht, das ist etwas übertrieben? Nein, ich glaube im Gegenteil. Und es gibt da noch etwas. Sorry. Silver? Bin ich zu spät? Wie sieht der denn aus? Ja, also darum geht es ja. Ich bin Sylvain. Und ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Soll das so geschwollen sein in deinem Gesicht? Ja, kennt ihr das, wenn man 2 Dosen Mokka-Shots hintereinander trinkt und auf einmal so ganz unruhig wird und so schwarze Punkte sieht und so ganz schnell atmen muss, kurz bevor alles zusammenfällt? Ich weiß gerade nicht. Hat er den Virus? Was? Scheiße, was mache ich denn jetzt? Gott. Bist du nicht Small Silf? Papa, der ist total berühmt. Komm her, Frieda, komm her. Ich will das nicht haben, bitte. Hey, beruhig dich. Ich habe auch einen Channel, ich mache TikTok. Willst du sehen? Oh Gott. Ich will nicht drauf gehen, echt nicht. Ja, mir ist so heiß. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Ich brauche Luft. Helft mir. Sterben wir jetzt auch? Keine Ahnung, Süße, kann schon sein. Bitte, kein Grund jetzt. Normalerweise würde ich eine Erstuntersuchung machen, aber... Könntet ihr mal bitte kurz... Könntet ihr mal kurz die Fresse halten, bitte? Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Wieso? Justus, gib mir mal das Wasser da. Sylvain, trink mal einen Schluck. Sylvain. Alter.
Sag mal, bist du gegen was allergisch? Ja, gegen alles eigentlich. Laktose, Gluten, Weizen, Pollen, Nickel, Knoblauch, so ziemlich alle Nüsse, elektromagnetische Strahlen. Danke, das reicht. Der hat kein Virus, der hat eine allergische Reaktion. Scheiße. Sag mal, darf ich dich Sylph nennen? Meine Freundin finde ich echt cute. Ich gucke ganz oft deine Let's Plays. Hey, danke. Da war Muskat in den Drinks und dank euch hat er eine Panikattacke bekommen. Dann sind wir jetzt sicher, ja? Man kann nie sicher genug sein. Kitzbühel, St. Peter-Ording, Mar-a-Lago. Bei einer Pressekonferenz in Sacramento ist einem jungen Startup-Fuzzi das Herz stehen geblieben. Einfach so. Naja. Warum bist du eigentlich hier, wenn du das alles für Schwachsinn hältst? Leute, eigentlich alle einschlägigen Medien sagen, man soll sich in Sicherheit bringen, ja? Also klar, die Mainstream-Journalisten und die Systempresse sind natürlich nicht auf unserer Seite. Die wollen den Virus unterm Deckel halten. Wann gibt es eigentlich was zu essen? Die wollen uns zahlen lassen für ihre Versäumnisse. Nicht einen Schein kriegen die von Ich habe ein paar Vorräte einkaufen lassen. Unten in der Küche. Außerdem trage ich seit 20 Jahren zum kulturellen Fortschritt dieses Landes bei. Ich mache jetzt übrigens auch in Kunst. Du machst was? So Fotos und Skulpturen. Lebensmittel und Gerichte im Verhältnis zur Gegenwart. Würde dir bestimmt gefallen. Naja, stimmt es, dass du alles verkauft und in die Insel gesteckt hast? Wir müssen vorbereitet sein. Ich schau mal, was du in der Küche so gebunkert hast. Ich habe kurz gedacht, das war's für uns. Sorry, ich will keine Umstände machen. Das ist ein ganz schönes Risiko, dass wir dich mitgenommen haben. Wieso mich? Alle hier sind doch reich genug, um's zu bekommen. Deswegen bringst du uns in Sicherheit. Naja, wer weiß, wie sicher wir da wirklich sind. Mehr kann man nicht machen. Und wenn doch? Was meinst du? Ich meine, was ist, wenn du kein Geld mehr hättest? Also du und ich, wir alle, einfach so. Dann kannst du dich nicht infizieren, oder? Ich verstehe nicht. Ich meine, dann hätte ich ja kein Geld mehr. Wenn wir unser Vermögen, unseren Besitz, Immobilien und so vorübergehend irgendwo parken, wo es uns nicht gehört. Wie eine Briefkastenfirma? Ich denke eher an eine Stiftung. Ich weiß nicht. Wir sind hier, weil wir eine Gemeinschaft sind, Sylvain, oder? Und da ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr Geld du hast, desto größer ist das Risiko. Für uns alle. Willst du nicht deinen Teil der Verantwortung übernehmen? Ich... doch, also... Ich weiß nicht, Sylvain. Was ist denn... Kann ich dir vertrauen? Ja, klar. Ich schweige wie ein Sarg. Ich habe alles vorbereitet. Du kannst drüber nachdenken. Noch ein bisschen. Komm schon, schick's ab. Bitte. So, Leute, jetzt zeige ich euch mal den Keller vom Schiff. Fuck. Also genauer gesagt, das hier, den Maschinenraum. Da hinten haben die Diener und Matrosen ihre Zimmer. Hallo? Stefan? Stefan, bist du das? Ich mach mal die Taschenlampe an und schau hier die Treppe runter. Raya hat gesagt, hier sind irgendwo ein paar echte Hühner. Ich esse natürlich keins, aber die sind so süß, wie kleine Dinos. Papa, was machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, verdammt nochmal. Ich hab gesagt, du sollst nicht rumlaufen. Du hast mich erschreckt. Weißt du, wenn ich manchmal traurig bin und du fragst, was los ist und ich will nicht sagen, was los ist, nur dass es was von früher ist und dass alles in meinem Leben schiefgelaufen ist und du mich dann so anschaust, damit ich sage, außer du natürlich, und dann lachen wir beide? Geht's dir gut? Unrecht leiden schmeichelt großen Seelen. Hast du Stefan gesehen? Wollte der nicht zu den Hühnern? Vielleicht bin ich bald nicht mehr traurig. Wohin gehst du? Du gehst sofort zurück in dein Zimmer. Ja. Scheiße. Komm schon. Hi. Oh Gott. Sorry, ich wollte nicht. Wir haben uns noch gar nicht gesehen. Nein. Ich wäre eben fast draufgegangen. Das hast du verpasst. Das tut mir leid. Das macht nichts. Wie heißt du nochmal? Ich... Tessa. Tessa. Tessa, Tessa, Tessa. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, Tessa, aber mit Namen bin ich Horror. Hör mal, sag mal, bist du nicht Small Sylph? Ja. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich würde gerne hier runter. Aber wir sind doch gerade erst losgefahren. Ich gehöre hier nicht hin. Kannst du mir helfen? Ach, magst du reinkommen? Ist weird hier in der Tür, oder? Ja, vielleicht. Obwohl,
Bevor ich vergesse, Raya fehlen noch ein paar Informationen bezüglich deiner Eltern. Meiner Eltern? Ja, sollte da etwas passieren, Gott bewahre, dann dürfte das Erbe ja nicht auf dich... Hoppla! Oh! Sorry! Nichts. Können wir helfen? Was? Und Sie? Kennen wir uns? Ich glaub nicht. Justus, sehr erfreut. Ich, hi, Tessa. Sind Sie von Raya eingeladen? Ich habe Sie noch gar nicht gesehen. Also, das wundert mich jetzt, aber ich dachte, wir sind nur zu siebt. Das war ein Missverständnis. Missverständnis? Ja, also... Ich spreche gleich mit Raya. Sie weiß bestimmt was... Oh, meine Güte! Was ist denn los, junge Dame? Frieda! Wo warst du denn, Papa? Ich war nur kurz... Dasselbe könnte ich dich fragen. Also, ach, das ist aufreibend. Tessa, finden Sie sich bitte gleich oben an Deck ein, ja? Also ich habe gerade ein Video gemacht, weil ich wollte Yacht meinen Followern zeigen. Also bin ich die Treppe runter, ich wollte Maschinenraum, wo die Leute sind, die Kohle scheffeln. Weil das ist ja das Coolste auf dem Schiff. Und dann bin ich durch den Gang und da habe ich was gehört. Also bin ich hin, da war eine Küche und dann lag da ein Penner. Ein Penner? Was denn für ein Penner, Schatz? Ich glaube, man sagt obdachlos. Wohnungslos. Was? Na, Penner halt so zusammengekrümmt in der Ecke und war so eklig am Husten. Wie sah er denn aus? Keine Ahnung, blaue Fendi-Jacke mit Flecken oben, lange Haare, Penner eben. Hatte Stefan nicht so eine Jacke an, als er ankam? Aber was, wenn die Seuche hier ist? Dann musst du doch sterben, das ist so scheiße. Wir beide, Schatz. Ich hab doch gar kein Geld. Das stimmt nicht ganz, den größten Teil habe ich dir, also vorsichtshalber... Niemand stirbt hier. Ich bin ja schließlich Arzt. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hört mich alle. Bitte bleibt in den Kabinen, ja, wie ich angeordnet habe. Ich weiß, ihr habt Angst. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie ihr da jetzt in euren Kabinen sitzt. Auf dem Bett oder auf dem Barcelona-Chair in der Ecke. Also, ich will sagen, wir stehen das gemeinsam durch. Auch Tessa. Unsere geheime Mitreisende. Also, ich befinde mich derzeit auf meinem Weg, um den mysteriösen und möglicherweise infizierten blinden Passagier... Oh, ganz kurz, jetzt muss ich nochmal her. Jetzt geht's runter. Ich meinst du, es ist okay, dass wir uns zusammen isolieren? Was läuft hier eigentlich? Ich habe keinen Schimmer. So. Jetzt stehe ich vor der Küche. Also ordentlich erstmal. Die Oberflächen scheinen sauber. Töpfe und Pfannen hängen ordnungsgemäß an der Wand. Sag mal, ist das der neue Thermomix TM9? Ich habe ja den TM6 zu Hause und der ist wirklich... Stefan? Stefan, bist du das? Hallo? Also Stefan liegt hier auf dem Boden. Der bewegt sich nicht. Scheiße. Stefan. Kennst du den? Ich zieh mir ganz kurz die Handschuhe an. Nein. Also ja, ich habe ihn vorhin kurz an der Bar getroffen. Es besteht keinen Grund zur Panik. Selbst wenn, und ich sag jetzt bewusst wenn, also im Sinne von falls, selbst falls Stefan das... Oh Gott. Ich glaube nicht, dass Stefan dem Virus anheimgefallen ist. Ich glaube vielmehr, dass... Also, wie ich sehe, hat Stefan ein Fleischthermometer, also durch den Hals geführt bekommen. What? Woran er augenscheinlich verstorben ist. Patienten sterben sehen, aber sowas... Willst du was trinken? Ich will was trinken. Danke. Du konntest nichts mehr. Gar nichts. Was hast du studiert? Ja, Arzt. Also wenn ich das überlebe, setze ich mich zur Ruhe. Furchtbar, der Arme. Sollten nicht alle auf ihren Zimmern bleiben? Also wir waren die ganze Zeit hier. Habt ihr Raya gesehen? Ja. Wo steckt eigentlich Raya? Ich weiß, die Ansage war auf den Zimmern bleiben, aber ich habe irgendwie Hunger bekommen. Du hast Hunger? Jetzt? Ja, das ist der Stress.
Vor der mündlichen Abi-Prüfung habe ich so viel Rittersport gegessen, dass ich mit Darmverschluss ins Krankenhaus musste. Ich habe die ganze Mottowoche verpasst. Was? Tessa, willst du auch was? Und Sie sind Sylvains Freundin, ja? Oder ist das irgendwie pietätlos? Ich denke, Stefan hätte das so gewollt. Oder sind Sie... Ach, du bist mit Sylvain zusammen? Oder sind Sie Teil der nicht vorhandenen Crew? Hafenpersonal? Hatten wir nicht gesagt, wir bleiben auf den Zimmern? Wir hatten Hunger. Du und Sylvain, seid ihr etwa verheiratet? Ich bin gar nicht da. Dann sind Sie Tessa? Ja, ich... Tessa steht unter meinem Schutz. Es tut mir leid für die Umstände. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Hauptsache, Sie fangen mal an. Ich habe hier geschlafen, also nicht hier, sondern unten. Sie waren schon an Bord, als wir eingestiegen sind. Das Oberlicht vorne war offen. Ich wollte wirklich nur die eine Nacht. Vielleicht sollte das mal einer überprüfen. Ich gehe schon! Warte! Ich wollte auf keinen Fall mit Ihnen fliehen oder sowas. Wir fliehen nicht. Natürlich tun wir das, aber woher wissen Sie? Ah, ich hab's ihr gesagt. Hä? War das doof? Entschuldigung, das geht nicht. Diese Reise muss so schnell wie möglich... Also, Leute, die Luke am Bug ist offen. Das ganze Bett ist nass. Mega ekelhaft. Ja, und? Ja, Scharniere komplett verbogen. Ganz klar Gewalteinwirkung. Tut mir leid. Das heißt ja noch gar nichts. Darf ich daran erinnern, dass wir gerade eine Leiche gefunden haben? Ich weiß, wie das aussieht, aber... Dass es nicht so aussieht, als ob es ein Unfall war. Tessa? Ich war das nicht. Bitte? Ich habe die Luke aufgebrochen, um hier zu schlafen, ja. Aber ich habe niemanden umgebracht. Tessa, ich will Ihnen glauben, aber es wäre wirklich gut, jetzt die Wahrheit zu sagen. Es tut mir leid. Ich wollte überhaupt nicht mit Ihnen auf diese Reise. Ich wusste auch nicht, wem das Boot gehört oder so. Das war alles Zufall. Wir sind noch 3 Tage unterwegs, oder, Raya? Noch 68 Stunden. Wir sollten Sie wegsperren. Mhm. Was? Wir bringen Ihnen natürlich was zu essen vorbei. Wolltest du sein Geld? Hast du ihn bedroht? Was? Ich... Nein! Ich weiß doch gar nicht, wer dieser Stefan ist. Was hast du mit ihm gemacht? Wolfgang. Komm, lasst uns abstimmen. Was? Also bitte, wir werden das doch jetzt nicht demokratisch entscheiden. Tessa, ich hoffe, Sie verstehen das irgendwie. Guck mal, Papa, die Wolken sind immer noch da. Tessa. Psst. Tessa. Ja? Störe ich? Was glaubst du, was ich hier tue? Ich wollte nur sagen, ich glaube dir. Danke. Aber was wollen die mit mir machen? Keine Ahnung. Dich der Polizei übergeben? Sag ihnen, sie sollen mich hier rauslassen. Das geht nicht. Wieso? Was, wenn du mich abmurkst? Ich war das nicht, Silva. Du bist hier eingebrochen. Was willst du hören? Ich wurde gestern aus meiner Wohnung geschmissen. In dieser scheiß Stadt kann sich niemand mehr was leisten. Aber dieser Wolfgang scheint sich ja sehr sicher zu sein. Ich glaube, er kannte Stefan. Ich habe ihn eben mit seiner Tochter gehört. Er hat nach eurem Stefan gesucht. War ganz aufgelöst. Hattest du vorhin nicht gesagt, sie können sich nicht leiden? Ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Kennst du hier überhaupt irgendwen? Ich glaube, niemand hier kennt irgendwen so richtig. Nicht Maria. Die Besitzerin? Findest du es nicht komisch, dass sie ausgerechnet euch eingeladen hat? Wir sind eben wichtig. Außerdem hilft sie uns zu entkommen. Auf eine einsame Insel? Viele Leute kaufen sich Bunker in Neuseeland, in der Schweiz. Kannst du nicht mal mit diesem Typen reden? Mit Wolfgang? Oder mit seiner Tochter? Warum ich? Sylvain, ich bin eingesperrt. Ich bin voll schlecht in sowas. Du musst mir helfen. Mir würde doch nie jemand glauben. Oder wir untersuchen die Leiche. Was? Wieso? Scheiße, da kommt wer. Nein, warte! Tessa, du kannst dich voll auf mich verlassen. Hey! Willst du auch mal? Danke. Macht eigentlich auch keinen Spaß. Mir hat es immer ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Whisky? Hier. Schau, ich kann das Teil einfach aufmachen. Das macht's irgendwie... Ich weiß nicht. Bedeutungslos. ja, vielleicht. Stefan war an deiner Traceback-App beteiligt, oder? Ja. Also eigentlich nein. Er hat nur Werbung gemacht. Er ist das Gesicht. Das passt zu ihm. Du kanntest ihn, oder? Ich... Vergiss es. Glaubst du wirklich, diese Tessa hat ihn umgebracht? Warum sind wir eigentlich hier, Raya? Na, wegen dem Virus. Schon klar, aber ich meine, warum gerade wir 7? Warum willst du mit uns auf deine Insel? Ihr... Verarsch mich nicht. Ihr seid die Einzigen, die gekommen sind. Was?
Von den 35, die ich eingeladen habe. 35? Sonst wollte niemand. Und wir? Ihr seid anscheinend so wie ich. So wie du? Naja. Allein. Wolfgang, was, wenn es nicht reicht, sich zurückzuziehen? Wie wäre es, wenn ich alles, was du besitzt, verschwinden lassen könnte? Hey, Wolfgang, na? Was machst du da? Frieda will in den Pool. Das ist Februar. Das habe ich auch gesagt. Deswegen versuche ich jetzt, die Sauna anzuschmeißen. Hier ist ein Touchpad. Warte. Aha. Stell ruhig hoch. Hummer im Kochtopf. Wenn du meinst. Apropos Kochen. Die Sache mit Stefan. Das ist schlimm, oder? Darf man das mit 12 überhaupt schon oder ist das schlecht fürs Wachstum? Ist Stefan gern in die Sauna gegangen? Sylvain, was willst du? Ich? Gar nichts. Ich dachte nur, ich... Also ich weiß überhaupt nicht, woher du Stefan kanntest und... Vielleicht bist du traurig und willst reden. Nein, danke. Klar, logisch. Also ich meine, solltest du traurig sein? Du konntest ihn ja eh nicht leiden. Ich habe mich nur gefragt. Also Tessa hat ja gar keinen Grund und vielleicht war das ja echt nur ein blöder Zufall oder ein Unfall. Und also wenn sich zwei streiten, so krass, leidenschaftlich und wenn Stefan und du, wenn ihr euch... Halt's Maul, Sylvain. Du hast keine Ahnung, okay? Du glaubst, ich habe Stefan umgebracht? Weil ich was? Mich rächen wollte dafür, dass er... Dass er was? Wenn du es beweisen kannst, könnt ihr mich gerne einsperren. Aber Tessa... Tessa ist mir scheißegal, selbst wenn sie es nicht war. Wenn eins der Hühner ihm das Thermometer aus Notwehr durch die Schlagader gerammt hat, I don't care, er ist tot. Ende. Findest du es nicht auch voll heiß hier? Wir sind in einer Sauna, Sylvain. Ich will gerade einfach ein bisschen Ruhe, okay? Ich will... dass meine Tochter in Sicherheit ist und wenn ich dafür mein Geld in Rajas Stiftung parken muss... Dann hat sie dich auch gefragt. Justus auch. Wir sind eine Gemeinschaft, ein Sicherheitspakt und so weiter. Was macht ihr? Warum seid ihr angezogen in der Sauna? Im Pool war es zu kalt. Ich muss mich abkühlen. Mhm. Was hat er denn? Liebe ist, dass du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle. Also, Wolfgang, hättest du jetzt kurz Zeit für die Unterschriften? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir hier unten machen. Du bist doch Arzt. Kannst du nicht was untersuchen? Ja, ich mache Nasen, keine Leichen. Bitte, Mann. Wir müssen beweisen, dass Tessa es nicht war. Warum bist du dir da so sicher? Kennst du das, wenn du einfach voll überzeugt bist von was, aber nicht genau weißt, wieso? Ich glaube, ich weiß, wieso. Also gut. Lass mal sehen. Also, Todesursache, wahrscheinlich das Fleischthermometer, das in seiner Luftröhre steckt. Daraufhin ist er an seinem Blut erstickt und der Eintrittswinkel lässt darauf schließen, dass die Person größer war als er. So, hilf mir mal. Das ist so eklig. Ich werde nie wieder die Temperatur von Fleisch messen. So, und jetzt umdrehen. Guck mal, sein Handy. Hat er das in der Hand? Keine Ahnung. Ist gesperrt. Versuch mal Face ID. Nicht deins, seins, sein Gesicht. Ist das nicht ein bisschen geschmacklos? Ach, gib her, so. Kannst du ihm die Augen... Und? Warte. Hier. Ich habe dir 10 SMS geschrieben, Raya. Ich will, dass du mir sofort was zu diesen Screenshots sagst. Weißt du, woran die Leute denken, wenn sie mein Gesicht sehen? Ich war bei den Zulieferern, Raya. Was bei Traceback steht, ist Bullshit. Ich habe keinen Bock, meine Lippen dicht zu machen, weil deine App Produktinfos fälscht. Also, wir müssen es klären, wenn wir auf dem Schiff sind. Und zwar dringend. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass... Wolfgang, was machst du hier? Ich hab euch gesucht, Herr Doktor, und was auch immer du machst. Na, ist schon gut, Mann, kein Problem. Ja, wir veranstalten um eine kleine Abschiedsfeier. Das ist in anderen Kulturen sehr verbreitet. Das ist sehr pietätvoll. Yeah, Jerry, rule of the bells are ringing.
Professor? Bist du da? Darf ich reinkommen? Hier ist Sylvain. Ich weiß. Moment, du hast keinen Schlüssel? Die sind völlig betrunken. Und als ich was von Coldplay angemacht habe, haben alle angefangen zu tanzen. Da habe ich den Generalschlüssel. Die feiern da oben? Was zur Hölle ist mit denen? Stefan wollte, dass Raya Traceback stoppt. Die App? Aber er hat doch Werbung dafür gemacht. Rayas Firma hat das Ding programmiert. Aber jetzt kommt's. Es ist alles Fake. Die Lieferketten und Produktinfos. Schrott. Stefan hat das herausgefunden. Und Angst um seinen Ruf gekriegt. Aber glaubst du, dass sie ihn deshalb... Guck mal, sein Handy ist voll mit... Ach, scheiße, ist ja gesperrt. Das ist jetzt ja blöd. Aber du musst mir das... Ich glaub dir. Was? Ehrlich? Du glaubst mir ja auch. Na klar, ich... Also, ich weiß nicht. Das bedeutet mir echt viel. Wenn ich mit Raya reden würde, vielleicht könnte ich ein Geständnis aus ihr... Weißt du was? Meinen ersten Tower-PC, den habe ich aus dem Computershop im Nachbardorf. Alle meinten, ich hätte den geklaut. Und als ich meinte, nee, sowas mache ich nicht, hat mir das damals auch keiner geglaubt. Mein Beileid? Also ich war es natürlich schon. Ich hatte es nur irgendwie vergessen. Ich meine, fuck, ich hatte es wirklich vergessen oder verdrängt oder so. Und dann habe ich mich irgendwann eben daran erinnert. Paff! Du warst es. Du hast den Computer geklaut. Und ich bin hingefahren, aber den Laden gab es natürlich schon lange nicht mehr. Da war nur ein Massagestudio. Weißt du, ich hatte nie einen Plan oder sowas, also für mein Leben, aber ich wäre gerne hingegangen zu dem Besitzer und hätte ihm seine fucking Träume erfüllt, aus Dankbarkeit. Ehrlich, aber stattdessen kommt da so eine Masseurin auf mich zu und sagt, dass ich hier nicht parken soll. Und ich frage, wo denn dieser Computerladen hin ist, und sie sagt, der Typ ist pleite gegangen. Er ist pleite gegangen und hat sich, er hat sich einfach... Und naja, ich hätte es... Ich meine, ist ja auch... Ach, egal, ich... Oh. Pass auf. Ich gehe zu Raya und spreche mit ihr. Also, wenn du mich hier rauslässt. Schaffst du es, sie in ihre Kabine zu locken? Ja, klar. Ich dachte echt, sie will uns helfen. Sie hat ja extra diese Stiftung gemacht. Stiftung? Sie hat sowas gegründet, wo wir alle unser Vermögen hinüberschreiben können, damit uns der Virus nichts anhaben kann. Das hat sie vorgeschlagen. Ja, wegen der Gemeinschaft. Was ist? Nichts. Du bist ein echt okayer Typ, weißt du? Hey, Stefan. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut für dich und für mich. Ich hab dir das nie gesagt. Also ich wollte dir eigentlich sagen, bevor du... Naja, aber... Ich hab das Restaurant nur wegen dir aufgemacht. Ich war halt fasziniert von dir. Und als sich dann alle abgewendet haben, da hätte ich dich echt gebraucht. Und du hast mich im Stich gelassen. Ich meine, ich dachte, du wüsstest, wie viel du mir bedeutest. Ich dachte auch, ich wäre dir... Also, das sind wir beide und jetzt bist du Penner. Wer weiß, wen du noch alles verarscht hast. Stefan M. Ross, brillanter Koch, Gastronomieunternehmen und jetzt auch noch Künstler und ich. Ruhe in Frieden oder Schmor in Hölle. Was auch immer. Justus? Wolfgang. Wolfi, auch hier, ja. Ich wollte auch nur, ja. Ich habe auch nichts gesehen. Und ich habe nichts gehört, also gar nichts. Ich bin auch gerade erst... Sag mal, ich wusste gar nicht, dass... Was? Dass er dir so viel bedeutet hat. Dass... Ach, fick dich. Unmöglich, dass sie auf diese Weise eingestürzt sind, sondern es ist eben eindeutig, dass... Hey Leute! Na, was macht ihr so Cooles? Wir spielen Charade. Darf man da nicht reden? Also nicht reden? Justus war das einstürzende World Trade Center. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Du, Raya, darf ich dich mal was fragen? Also, kann ich mir dein Fernglas leihen? Mein Fernglas? Ja, du hast doch ein Fernglas. Da würde ich gern mal durchschauen. Mitten in der Nacht? Ja, bitte.
Bitte, bitte, also, wo ist denn eigentlich Frieda? Im Bett. Bitte, weißt du, wie spät es ist? Tu ihm doch den Gefallen, dann spielen wir Charade mit Fernglas. Und ganz weit weg. Ich, meinetwegen. Ich bin's. Ich hab versucht, euch zu erreichen. Aber es kommt nichts durch. Ich hab Scheiße gebaut, aber ich krieg das hin. Versprochen. Wir fahren auf irgendeine Insel. Sobald ich weiß, wo das ist, melde ich mich. Na los, schick's ab. Bitte. Was machst du hier? Ich muss mit dir sprechen. Solltest du nicht in deiner Kabine bleiben? Ich weiß von den gefälschten Daten. Was? Und Stefan wusste es auch. Wovon redest du? Traceback, Raya. Sein ganzes Handy ist voll mit Beweisen. Falsche Lieferketten, Schmiergelder, deutsche Biobetriebe, die es gar nicht gibt. Woher hast du Stefans Telefon? Und ich weiß auch von der Stiftung. Sylvain hat dir... Ich kann nicht fassen, dass die alle so blöd sind und dir ihr Vermögen rüberschieben. Ich habe überhaupt keinen Zugriff auf das Geld. Darum geht es doch. Ah, stimmt. Ja, vorübergehend bettelarm sein. Vielleicht merkt es der Virus nicht. Es geht um unsere Sicherheit. Um uns. Als Gemeinschaft. Gemeinschaft? Es geht darum, Leute abzuziehen. Ich bin keine Betrügerin. Oder willst du dir ein Polster zulegen, falls rauskommt, dass deine App eine Riesenlüge ist? Aber Moment, die Gefahr besteht ja nicht mehr, nachdem du Stefan umgebracht hast. Ich hab Stefan nicht. Ich mach dir einen Vorschlag. Was? Du machst aus deiner vermeintlich gemeinnützigen Stiftung einfach eine echte gemeinnützige Stiftung. Ich soll? Es ist doch alles da. Du musst das Geld nur wirklich für einen guten Zweck einsetzen. Das geht nicht. Oder ich gehe mit Stefans Handy zur Polizei. Dann kommst du vor Gericht wegen Betrug, Veruntreuung und Mord natürlich. Du verstehst das nicht. Was denn? Was verstehe ich nicht? Was du auf dem Handy hast, das stimmt. Die App ist fehlerhaft. Ich wollte das anpassen, nachdem die App angelaufen war. Ich hatte es wirklich vor. Aber Stefan hat gedroht, alles zu leaken. Ich habe ihn nicht umgebracht. Meinetwegen, dann gehe ich jetzt zu den anderen und... Es war Claire. Was? Stefan hat alle Beweise, alles, was du auf seinem Handy siehst, an Claire geschickt. Er dachte, sie als meine engste Vertraute würde mich dann dazu bringen, die App abzuschalten. Aber jetzt erpresst sie mich damit, Tessa. Sie will das Geld. Die Stiftung, das ist alles ihre Idee. Ich wollte uns nur in Sicherheit bringen. Ich glaub dir kein Wort. Sie nutzt den Virus und meine Lage aus. Und ich muss mitspielen. Das ganze Geld gehört ihr, sobald es in der Stiftung ist. Und warum sollte sie Stefan... Hätte Stefan seine Drohung wahrgemacht, dann hätte sie nichts mehr gegen mich in der Hand. Wer hat wen in der Hand? Ach, Tessa. Wie ich sehe, haben Sie Freigang. Ich habe ihr alles gesagt. Na, es ist doch gut. Tessa, wir bieten auch ganz kleine Spendenmöglichkeiten an. Denn auch bei niedrigem Einkommen... Sie weiß von der App, von den Problemen und von deinem Plan. Sie hat alles rausgefunden. Oh, da haben Sie sich ja richtig Mühe gegeben. Ehrlich gesagt, das war jetzt nicht so kompliziert, aber... Ruhe! Ich... Alle beide. Ich glaube, ich habe verstanden. Also, was wollen Sie, Tessa? Geld? Sie hat Stefans Handy und sie wird es allen sagen. Außer... Sie will, dass du alles spendest. Spenden? Also im Sinne von spenden? Und weißt du was? Mir ist das scheißegal. Ich kann nicht mehr. Dann geht eben alles den Bach runter. Wenn sie es nicht macht, erzähle ich es selbst. Du hast mich erpresst und Stefan ermordet. Aber das ist mein Boot. Und das da unten sind meine Freunde. Du hast keine Freunde, Schätzchen. Das sind irgendwelche einsamen Seelen, die du von Charity-Events kennst. Und das Einzige, was euch verbindet, ist das Geld, das ihr habt. Entschuldige, hattet. Wir sind eine Gemeinschaft. Und streng genommen ist das auch nicht mehr dein Boot. Bitte, Claire, ich will nur zu dieser Insel und meine Ruhe haben. Sie werden das verstehen. Wir werden eine Lösung finden. Eine Lösung? Die kann ich dir geben. Ihr beide werdet niemandem gar nichts sagen. Und ihr kümmert euch darum, dass diese Spinner da draußen mit ihrer lächerlichen Angst vor diesem absurden Virus alles, was sie haben, an die Stiftung überschreiben. Ich habe mich mein ganzes Leben um euer Geld gekümmert. Ich finde, jetzt kann sich euer Geld mal um mich kümmern. Im Gegenzug sorge ich dafür, dass eine millionenschwere Betrügerin und eine gewalttätige, oder besser eine mordende, obdachlose Einbrecherin nicht vor Gericht landen. Ja, meinetwegen setze ich euch sogar auf dieser Insel ab. Eine Holzhütte kriegt ihr schon zusammengezimmert. Du hast keinen einzigen Beweis gegen uns, Claire. Das wird niemals... Holzhütte? Was meinst du damit? Es gibt kein Refugium, mein Herz. Glaubst du ernsthaft, ich investiere über 100 Millionen Euro, um aus einer Burgruine einen Hightech-Bunker zu machen, weil ihr an eine Reichenseuche glaubt? Ich kann dein Geld wirklich besser ausgeben. Aber... Sag mal, hört ihr auch dieses Fiepen?
Was? So, viel besser. Was ist das? Weißt du, was die anderen in dir sehen werden? Ist das Claire? Was sie sehen, ist eine einsame, mittelalte Frau, die Angst hat, dass die ganze Welt erfährt, dass der größte Erfolg ihres Lebens ein Schwindel ist. Scheiße! Tessa! Als ein paar Silvon, warte! Hey, wartet, ihr habt noch gar nicht erraten, was dazu dient, dir ein schickes Image zu verpassen und natürlich deine Taschen zu füllen. Sei still. Und diese Frau hat eine Truppe Superreiche zusammengetrommelt, um sie auf einer Insel abzusetzen, wo nichts ist. Ist. Gar nichts. Mit dem eigentlichen Ziel, sich ihre Todesangst zunutze zu machen und sie mit einer fingierten Stiftung um ihr gesamtes Hab und Gut zu bringen. Du hinterhältiger. Aber leider hat Stefan von deiner faulen App Wind bekommen und darum hast du ihn kaltblütig abgestochen. Dich sollte ich abstechen, dich und alle anderen auch. Und dann nehme ich das ganze Scheißgeld und setze euch auf der Insel ab. Und da könnt ihr alle verrecken. Ich wollte etwas Gutes tun. Für uns alle. Ich will ein bisschen Respekt, ein bisschen Anerkennung dafür, dass ich euch... Tessa, geht's dir gut? Ja, aber... Was ist hier eigentlich los? Ah ja, stimmt das. Gut, dass ihr gekommen seid. Es tut mir leid, dass ihr es auf diesem Weg erfahren musstet. Aber ich hatte Angst, dass ihr mir sonst nicht glauben würdet. Ich hoffe, ihr habt alles gehört. Ah ja, du miese Verräterin. Was? Was ist? Du hast Stefan umgebracht. Ich wusste es. Nein, Moment, das stimmt nicht. Hör auf, uns zu verarschen. Wir haben es über die Anlage gehört. Und wir haben Beweise. Stimmt's, Tessa? Tessa, sag doch was. Tessa. Und dann wolltest du uns auf einer einsamen Insel absetzen? Du wolltest uns um unser Vermögen bringen, selbst mich? Halt sofort das Boot an. Fick dich! Wie hält man dieses Scheißboot an? Ihr Handy, da sind die Koordinaten drauf. Ihr scheiß Arschlöcher. Dann haltet mich doch für die Mörderin. Ich fahre auf meine fucking Insel. Verzieht euch aufs Beiboot oder verreckt am Virus, verreckt an eurer Kohle, wir fahren weiter! Eier, wo? Hey! Gib mir das Scheißteil! Wartet mal! Ich wollte euch erlösen! Ich wollte mit euch zusammen eine neue Gemeinschaft aufbauen! In Sicherheit! Bis die Welt eine bessere geworden ist, bis wir eine bessere geschaffen haben. Raya, das ist fucking creepy. Das Telefon. Was soll das, Raya? Gib das Handy her und komm da weg. Ihr könnt sehen, wo ihr bleibt. Gib mir das. Vergiss es. Justus, hilf mir. Gib ihm das Handy, Raya. Ich versuche sie an den Füßen. Halt dich an der Reling. Du lässt das jetzt los. Silva, warte mal. Hey, könnt ihr bitte, ich muss euch mal... Fickt euch! Vorsicht! Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich dachte mal, ich mache ein kurzes Video für euch. Wie ihr seht, hat mein Papa gestern mal wieder eine Party geschmissen. Also... Es ist ja gar nicht so viel kaputt gegangen. Da sind ein paar Brandflecken in der Couch. Wo sind denn alle? Hallo? Hallo? Da vorne liegt mein Papa. Hier. Papa? Hey? Ja, wisst ihr, wenn man so einen Papa hat wie ich, dann muss man sich eigentlich um nichts Sorgen machen. Bargeld und Beziehung. Bargeld und Beziehung, sagt er immer. Ach ja, gestern gab es wohl einen Streit und unsere Gastgeberin Raya wollte dann nicht mehr mitkommen, hat Papa gesagt. Das Blöde ist nur, sie hat das Handy mitgenommen, womit wir das Schiff steuern. Deswegen haben wir über Funk die Küstenwache gerufen. Die kommt bald und holt uns ab. Das ist echt schade. Ich wäre wirklich super gerne auf die Insel gefahren. Aber naja, so ist es. Frieda? Hallo Papa. Willst du der Community guten Morgen sagen? Dann kann ich das posten, wenn wir zurück sind. Hey. Wie hast du geschlafen? Ein bisschen. Ich bin froh, dass du da bist. Ja. Was haben wir gemacht? Raya, sie ist... Das war ein Unfall. Silva. Claire hat... Also sie kümmert sich um alles, keine Sorge. Silva. Hm? Kannst du... mich kurz in den Arm nehmen. Ja, natürlich.
Das ist alles gut. Ja. In ein paar Stunden kommt die Küstenwache, die holen uns mit dem Helikopter ab. Du kannst mit zu mir, ich habe ganz viel Platz. Danke. Du, ich geh kurz pinkeln, ja? Tessa, was ist das? Ach das, nur ein bisschen MDMA. Und das Messer, das hast du zum Kleinmachen, oder was? Komm, leg das weg. Das ist Stefans Messer, oder? Was? Die Widmung. Was ist in dem Beutel? Warte! Nicht aufmachen. Okay, hör zu. Da ist Fentanyl drin. Also pass bitte auf, dass du nichts einatmest. Ich kann dir alles... Was? Fentanyl? Bist du bescheuert? Dealst du mit dem Zeug oder was? Ich meine, mit so einer Menge Betäubungsmittel, da könntest du die ganze Yacht ins... Ja, ist gut. Pass auf. Stefan war mein... Wir hatten was miteinander, ja? Und ich bin noch nicht obdachlos. Er hat mir von der Reise erzählt. Und... Moment, Moment. Was? Silver, ich kann dir alles erklären. Aber die anderen dürfen nichts erfahren. Der Virus, also es gibt keinen. Und es geht hier nicht nur um mich, es gibt so eine Gruppe. Heißt das, du wolltest nicht? Savar, warte! Früher, da haben sie einen in Ruhe gelassen. Heute reden alle nur noch übers Geld. Ich finde das einfach anstandslos. Soll die Dinge wegen dem Spaß machen und nicht wegen dem Geld, ne? Des Geldes. Ja. Gut, dass du dich um alles kümmerst. Bei dir ist die Stiftung in sicheren Händen, bis das alles vorbei ist. Ach, das ist doch... Wie könnten wir uns nur auf Raya verlassen? Nachhinein erscheint das alles glasklar. Mein Gott. Eieiei. Wie sieht's denn hier aus? Es hätte eine Bombe eingeschlagen. Hallo? 1-2-1-2. Hier ist Sylvain. Tessa hat uns allen was Wichtiges zu sagen. Ich würde euch bitten, dass wir uns umgehend im Wohnzimmer einfinden. Was soll das denn jetzt? Also diese Frau ist wirklich ein Ärgernis. Oh Gott, Wolfgang. Was liegst du da so rum? Ach, ihr seid schon da. Papa, ich finde keine Ibu. Sonst hat auch noch niemand Frühstück gemacht. Bist du sicher, dass du den Virus wirklich nicht hast? Du siehst echt beschissen aus. Sobald wir zurück sind, isoliere ich mich, Schatz. Wie lange brauchen die denn, bis sie uns holen? Vielleicht sollten wir einen Anker werfen. So, alle da? Frieda, holst du mir mal bitte eine Flasche von dem Dom Pérignon. Was ist denn eigentlich los? Tessa? Sylvain, bitte. Meinetwegen. Ich habe das hier in Tessas Jacke gefunden. Zusammen mit einer Wagenladung Betäubungsmittel. Das ist Stefans Messer. Wie kommst du da dran? Ja, Tessa, wie? Ich bin nicht obdachlos. Ich wusste von Stefan, dass Raya euch eingeladen hat, diese Reise anzutreten. Wir hatten eine Affäre oder was weiß ich. Was? Ja, er wollte mich jedenfalls mitnehmen. Ich habe abgelehnt. Und warum bist du denn hier? Ich überleg dir gut, was du jetzt sagst, Kleines. Ich hatte das Fentanyl dabei für den Wassertank. Fentanyl? Was? Für was? Ihr wärt einfach losgefahren und hättet euch selbst vergiftet. Reichen Seuche erreicht Deutschland. Mit der Schlagzeile hätten es endlich alle geglaubt. Aber ich hab's nicht gekonnt. Wie zur Hölle? Ich hab's einfach nicht gekonnt. Wie zur Hölle kommt man auf so eine Idee? Was glaubt ihr denn? Ihr beutet die Gesellschaft aus und meint, ihr könnt mit eurem Ererbten und Geklauten in euren friedlichen Paralleluniversen leben? Mein Gott. Wenn die einfachen Leute keinen Zugriff auf euch haben, ja und der Staat auch nicht mehr, dann machen wir das eben. Wer wir? Wer ist wir? Wir sind eine Bewegung. Und wir können euch nicht einfach davonkommen lassen. Mit ein bisschen Gewalt kommen wir nicht weit. Wir müssen in eure Köpfe rein. Und habt ihr erstmal Panik, schaltet das Hirn ab. Moment, du meinst aber nicht diese ganze... Also der Virus ist... Superreiche sterben scheinbar willkürlich an einem mysteriösen Virus. Einige fangen an, sich in Sicherheit zu bringen. Wie ihr. Aber wenn sie merken, dass das nicht hilft, bleibt ihnen nur eins. Sie müssen ihr Geld loswerden. Das ist ja völlig hirnrissig. Wir haben es selbst nicht geglaubt. Aber schau dich um. Ihr seid so voller Missgunst, dass ihr ein paar gekauften Verrückten auf YouTube glaubt, ein Virus könnte nur Superreiche befallen. Während ihr hinter einer echten Pandemie lieber Bill Gates oder den Staat wähnt. Stefan, du warst mit Stefan zusammen. Ja. Und wolltest ihn trotzdem. Und hast du dann ja auch. Als das Schiff plötzlich losgefahren ist, da brauchte ich Hilfe. Ich dachte, er versteht mich, aber er wollte zur Polizei. Ich habe mich gewehrt und
Tessa, das ist... Mein Gott. Ich hab's euch von Anfang an gesagt. Der Virus ist eine Verschwörung? Ihr seid die Verschwörung, verdammt nochmal. Ihr seid diejenigen, die sich gegen 99% der Weltbevölkerung, gegen einen ganzen Planeten verschworen haben. Ihr seid diejenigen, die sich gegen Fakten und Wissenschaft sträuben und lieber irgendwelchen Hass- und Angstpredigern glauben. Ich verstehe das nicht. Scheiße, Tessa, ich kapier gar nichts mehr. Warum wolltest du mich umbringen? Das wollte ich nicht. Also, naja, vielleicht kurz. Aber da kannte ich dich ja noch nicht. Bitte hilf mir, Sylvain. Ist das nicht Terrorismus? Wenn alles andere nicht funktioniert hat, ist der Untergang der Gesellschaft vielleicht besser? Ich weiß nicht. Sylvain, wir können was verändern. Das reicht jetzt! Was für ein Schwachsinn! Sylvain, warte! Sorry, ich muss... Also, wenn es den Virus gar nicht gibt... Ich finde, wir sollten jetzt nichts überstürzen. Wir wissen ja gar nicht... Dann gibt es keine Gefahr. Keine voreiligen Schlüsse. Wir brauchen überhaupt keine Stiftung. Du kannst alles auflösen, Claire. Ja, ja, natürlich. Das mache ich dann. Und was machen wir mit Tessa? Die Küstenwache ist bestimmt gleich da. Meint ihr nicht, dass die sich fragen, wo Raya geblieben ist? Das war ein Unfall. Das wurde ja schon hinlänglich festgestellt. Leute, ich bin wieder da. Hey, Papa. Hey, mein Schatz. Es gab nur noch Pommerie. Das macht doch nichts. Tessa, es tut mir leid. Feigling. Ich hab mein Leben, weißt du? Also, ich hab's jetzt wieder. Und das werde ich nicht aufgeben. Wir alle hier. Du kannst nicht über die Leben der anderen entscheiden. Ich meine, was würde mein Manager sagen? Schaut mal, die Wolken. Also, ja, auf die Freiheit. To the sky, Claire. Oder so. Auf die Freiheit. Ja, komm her damit. Und ich krieg kein Glas? Sorry, ich habe jetzt nur für 4 eingeschenkt. Ja. Ja, also, Leute. Na dann, Prost. Prost. Ich liebe Prost. Dich. Was? Stößchen. Weißt du, vielleicht bin ich wirklich ein okayer Typ. Zumindest wäre ich das gerne. Kennst du diesen Film mit dem Liebespaar, die so ganz krasse Sachen machen, aber immer zusammenbleiben? Lass uns abhauen. Lass uns den ganzen Scheiß zurücklassen und was Wichtiges machen. Was hast du gemacht, Silver? Prost, ihr Lieben! Hey, ich hab wieder Netz! Liebe Community, ich bin's. Kleines Zwischenupdate von der Yacht. Den Virus gibt es wohl gar nicht. Das hat sich alles die da vorne ausgedacht, um uns Angst zu machen. Und damit wir unser Geld abgeben. Aber zum Glück hat Small Sylph, der mein neuer bester Freund ist, er hat's rausgefunden und alle gerettet. Silver, wink mal! Also, wir lassen uns jetzt abholen und dann kann alles so weitergehen wie immer. Oder, Papa? Papa? Lose the Rich von David Moser, Franziska Margarete Hönisch und Lukas Rüppel. Es spielten Stefan, Max von Pufendorf, Sylvain, Marek Harloff, Justus, Leon Ulrich, Raya, Birte Schnöink, Claire, Hedi Kriegeskotte, Wolfgang, Bernhard Schütz, Frieda, Ruby Lorenz und Tessa, Hanna Schutsch. Komposition, Benedikt Brachtel. Ton und Technik, Andreas Stoffels und Susanne Bayer. Regieassistenz, Beate Becker. Regie, David Moser, Franziska Margarete Hönisch und Lukas Rüppel. Besetzung, Sabine Bohnen. Dramaturgie, Jakob Schumann. Produktion, Deutschlandfunk Kultur 2023.